sind, wenn wir haben einen schlechten Tag nochmal oder irgendwas, und dann können wir uns mal beimachen. Jetzt gibt es wieder schlechte Tage haben wir. Uns wird ganz schlecht. Vor lauter Fisch. So. Jetzt brauchen wir nochmal einen Einfädel dort. Jetzt los. Ja, ich halt fest. Dann führ ihn mal ein. Das kriegen wir doch locker flockig hin. Ja, ohne Draht bist du viel Schmiss, dann kriegst du die kriegst du so nicht durch die Schnur. Bert, unser Materialwart. Ja, ja, Bert ist der Zeugwart hier. Der mit den ruhigsten Händen, wo er nichts trinkt. Ich muss dazu sagen, ich trinke an den Eierlikör. Hm. Das stimmt. Das ist schon. Hm? Das ist auch das höchste der Gefühl. Ich hoffe, dass ich morgen ja nüchtern bin. Hier unser Reise. Unser Reiseanbieter. Bester Reiseanbieter. Bester Reiseanbieter. Und auch sonst noch wahrscheinlich. Jetzt hier südlich rein. Wo ist das? Hm? Wo ist das? Hier, guck mal. Also einfach in die Bucht rein. Müsste eingestellt sein. Aber es müsste auch der Volta-Stick zeigt ja auch eigentlich an, was drin ist. Kann man leuchten, oder? Ist okay, ja. Ja.
Sehen wir die Möwen halt besonders gierig. Gierig und schwierig. Wir hätten fast Klaus verloren, so gierig waren die Möwen. Ja. Scheint was Größeres zu sein. Okay. Woran machst du das fest? Für den Laien? Ja, geht nicht so mit. Wie ein Lump. Ja.
Der erste große des Tages. Schönes Ding. Und bist glücklich? Ja. Ja, sehr schön. Und aus der Nähe den Kollegen hier. Klaus, bis zur Führer hin, bisher mit der Köderausbeute. Das reicht hin. Das ist zum Beispiel von der Färbung ein kleiner Pollack. Ein harter Drill, so Gott es will. Wir machen nochmal. Naja, mit Photoshop kriegen wir noch eines hin. Ich wollte gerade sagen. Na, kann sich das schon mal sehen lassen. Das haben wir hier schon. So, wir befinden uns gerade beim Köderfischen. Bert und Klaus sind wie immer voll dabei. So, wir können einpacken, wir haben alles im Sack. Jeder, für jeden 18 Kilo. So viel Filet können wir gar nicht tragen wie da. Und wir haben heute sogar einen relativ schönen Blick auf die Lofoten. Und auch an sich, enge Leuer ist auch nicht zu verachten.
Gerd hat irgendwas mit Gegenwehr. Das ist doch mal ein schöner Kavenzmann, ne? Das ist unser Leben. Er hat gesagt, deswegen sind wir hier. Au. Au. So, was haben wir da schönes, Bert? Erzähl mal. Ein Oktopus. Ein Oktopus. Jetzt gucken wir mal, hängen wir mal was ran und dann gucken wir mal, was die Fische sagen. Sehr schön. Ich denke, die werden es lieben. Ich hoffe. Was für ein Gefühl. Ja.
Sag mal, wenn sie es der Oberfläche nährt. Sag mal, wenn sie es der Oberfläche nährt. Da ist irgendwas richtig Großes. Ja. Zeig mal, was du schönes hast hier. Ja. Da ist er. Link. Schönes Ding. Dafür sind wir hier. Saft für Heimkaffee? Ja. Sofort angeschlagen. Das heißt, was soll. Guck mal, bald alle Fischarten beisammen hier. So, was kommt da Schönes zum Vorschein? Der Lump. Thank you.
Auto dort gefeiert. Ich mach mal auf das hier. Was für ein schöner Fang hier. Fetten Lumpen. Alter Schwede. Ein Lump, oder? Unfassbar geklaus. Schmutter. Wir brauchen nicht für die Pfanne. Ich würde nur sagen, wir haben Ton hier. Ne? Nicht, dass du nachher noch ein paar Ausdrücke hast, die nicht als jugendfrei sind. Nein, wir gehen. Oh, was ist denn das? Geht's doch wohl nicht. Schönes Ding. Klaus. Und das noch oft gefilmt hier. Vom Feinsten.
Alter Schwede. Halten wir hoch, Klaus. Schön gemacht.